Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Space Engineers. Formel gewohnt in Gelb, die Ente. Wiggly, 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 wiggly. Hi. Ja, in der letzten Folge war ja alles so ein bisschen verbuggt. Da lag eine Leiche, da haben wir direkt entsorgt. Ich habe die einzelnen Schweißgeräte schon leer gemacht. Wir wollen nämlich als allererstes hier unseren Schweißraumschiff umbauen. Und das ist auch relativ leicht zu lösen, wenn die Ente baut einfach nur die Schleifer um. Sollten wir die umbauen oder? Ja, ich muss nur kurz. Ja, ja, die müssen gedreht werden. Gut. Ich setze derweil die. Ich mache das nicht schön, aber selten. Alles. Aber das ist die eleganteste Lösung. Genau. Das Raumschiff ist eh verbaut. Ja, und ich weiß, ihr könnt es bestimmt hübscher. Ah, die Leuchte muss weg. Die Leuchte ist. So. Die ist im Weg. Solle und Solle. Und let's Schweiß. Schweißgeräte sind hier gedreht. Ich hier gerade nochmal. Ich wusste doch, es langt niemals aus. Warte mal, jetzt müssen wir ein Schweißraumschiff bauen, um das Schweißraumschiff fertig zu bauen. Spaß. So, du hast gesagt, unnötig, du kamst an den Container ran. Achso, hinten über den Schnussel. Genau. Musst du unten dran? Nicht so. Doch, komme ich aber ran. Ach so, doch, geht auch. Stimmt, toll. Das ist ja voll easy. Motoren, was braucht das Ding noch? Was braucht noch so ein... Ich gucke. Guck mal bitte, ich habe jetzt Panzerglas, ich habe Stahlrohr klein und Motoren. Und Herstellungskomponente. Und Stahlplatten. Das sind ja drei Dinge auf einmal, das geht nun wirklich nicht. Man konnte doch irgendwie teilen, oder? War das nicht mit Shift und Steuerung? Steuerung sind Zehner, Shift sind nix. Wie konnte ich denn... Mit Restklick rüberziehen. Vor allem, wo legt er sie denn rein? Ja, es ist leichter auf jeden Fall, aber ich dachte, es war irgendwie, man konnte irgendwie in 100er Schritten. Ah Mann, weißt du, man müsste sich mal so ein Let's Play angucken von jemand, der das schon länger spielt, so vielleicht so 70 Folgen oder so, weißt du, so, dass man so ein bisschen Erfahrung auch hat im Spiel und dann ohne nachzufragen. Ja, dass die einfach mal auch wissen, was sie tun. Ja, wirklich, also die Hirnsturz und irgendwas mit Ente, die würde ich mir ja nicht angucken, weil die haben nach selbst 70 Folgen noch nicht, ne? Ich muss immer mit Restklicken rüberziehen, das geht ja. Ja, ja, natürlich geht das. Ich habe jetzt eben gedacht, ich könnte mit so ein paar eleganten Autos schweißen, ist auch wieder weg. So. Funktioniert, sehr schön. So, jetzt müssten die Dinger sich auch entsprechend Material ziehen. Ja. Sieht irgendwie aus wie so ein Schnorchel. Sieht vor allen Dingen sowas von asymmetrisches, hässliches Ding da. Also ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm. Einen Designpreis kriegen wir dafür auf jeden Fall nicht. Ich finde es trotzdem cool. Naja, red's dir ein. Nee, ehrlich jetzt. Ah ja, verstehe ich. Irgendwie, ich weiß nicht wie, aber... Wir hätten es noch weiter nach außen füllen können, weißt du, so hier weiter nach außen und dann hätte man eine Ecke weniger gemacht. Weißt du, was ich meine? Dass das Ding praktisch nicht... fuck. Was denn? Achso, sorry, aber wir wollten noch das Tor nach unten schieben, ne? Ist dir mal aufgefallen, dass unten drunter so ein fetter Asteroid ist? Ja, ja, nee, das wusste ich. Ich dachte nach oben. Deswegen habe ich auch was gesprochen von Fenster oben rausnehmen. Ach, jetzt ja. Deswegen, siehst du, wir verstehen uns auf Anhieb. Dann hat es auch nicht Sinn ergeben, dass ich gesagt habe, ja, wir können ja eine Decke drüber einziehen. Jetzt ist die Frage, wie wir die Pistons setzen müssen. Also, wir müssen ja jetzt, sagen wir mal, die gleiche Höhe rechnen für das Tor, gell? Dass das komplett verschwindet. Oder gut, es könnte ein Block, könnte es, also, dass das Tor ein Block noch gezeigt wird. Nee, komplett verschwinden ist besser, oder? Ja. Das heißt, wir müssen die Pistons da setzen, wo das eingefahrene Tor beginnt. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 mal. 1, 2, 3, 4 mal. Also hier müsste die Pistons anfangen, wo ich das jetzt gesetzt habe, damit wir das Tor da dran setzen können. Das heißt, wie viel brauchen wir denn überhaupt? Wie viel Kraft haben die Scheißdinger? Ich würde jetzt einfach mal auch einfach rein vom optischen Aspekt her zwei Stück setzen. Eins links, eins rechts. Okay. Hätte ich jetzt auch so. Also war jetzt auch meine Idee. Dann, wie sehen die denn aus? Okay, das ist, wo ist denn hier Pistenausgang? Da ist er nicht. Da ist ein Eingang, da ist eine Tür. What? Sind die andersrum? Okay, warte mal, ich probiere mal andersrum.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass was die... Was braucht man dafür? Ich setze gerade mal... Nee, ist ja... Einmal... Also grundlegend erstmal Stahlplatten. Na, so. So, auf gleicher Höhe, jo. Okay. Also man braucht Motoren. Oh, die sind aber günstig, die Pistons. Zwei Computer, vier Motoren, vier Stahlrohre groß und 10 Herstellungskomponenten und 15 Stahlplatten. Und jetzt nochmal in langsam. Wie viele Motoren? Hast du nicht gemerkt, verdammt. Also, warte mal kurz. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch zwei Computer, vier große Stahlrohre. Ja. Zwei Computer, vier große Stahlrohre. Den Rest hatte ich noch in der Tasche. Ah, jetzt ist der Stempel zu sehen von dem Ding. Erst wenn man es schweißt, sieht man es. Stempel? Ja, diese. Ich habe geguckt, wo die Verbinder sind, die das Ding praktisch nach unten drücken. Weißt du, was ich meine? Die Verbinder und... Ja, du weißt, was ich meine, aber... Wenn ihr das redet, ja. Da, sag mir doch, dass du das Pro-Ding brauchst. Ach so, Entschuldigung. Ja. Schwierig. Auf Anhieb und so. Blind. Ja, tut mir leid, wir wollen vor allem Licht hier drin. Weißt du, wenn das Tor hoch und runter fährt, muss hier ein rotes Warnleuchte muss angehen. Wup, wup. Wup, wup, is the sound of police. Was ich ein bisschen schade finde, dass wir die Tür nicht komplett versenken können in der Wand. Aber, ja. Ja, das kann ich alles haben. Aber ich finde es gar nicht mal so schlimm, ehrlich gesagt. Nee, da sieht man auch die Technik so ein bisschen. Aber ich befürchte hier wieder fast, ja. Was denn? Stahlplatte, Stahlrohr groß. Was? Dass das wieder getrennt ist. Ach, das... Okay, dann hol nur die Stahlrohr groß, die Stahlplatten habe ich. Ja. Wie beim Motor, ne? Zweiteilig. Ja. Ja, das ist ja auch blöd, oder? Ich setze ein Ding und... Naja. Was ist eigentlich die Klappe hier? Warum ist da ein Verbinder drin? Ist da irgendwie Platz drin? Für Energie eventuell oder was? Warte mal ganz kurz, nur ein Test. Okay, ich dachte. Nee. Weißt du, wie die sich darstellen? Wie ein separates Raumschiff. Wie? Du kannst an die Klappe ran und dann siehst du das ganze Material. Ja, da ist ja aber nichts drin. Die stellen sich wie ein Raumschiff dar. Das wollte ich damit sagen. So wie wenn ein Raumschiff andockst. Achso, ja, klar. Dass, wenn du dort beispielsweise... auch, keine Ahnung, sag ich mal, Kisten oder Förderbänder verschiebst, dass das durch die hier weitergeleitet wird durch die Pistons. Weil hinten ist ja auch eins zum Andocken. Ach, hinten ist auch eins? Ah, ja. Ach so. Dass das sozusagen auch da durchgegeben werden kann. Dann könnte man dann praktisch... Das heißt, du könntest... Da könnte man in wie unser Verbinder ist, weißt du, dass man den ein bisschen höher bringt, wenn man andockt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber sind die jetzt nicht unten fest? Weil wir fahren mal so ein Ding aus. Weißt du nicht, dass sie sich jetzt verbunden haben nach unten hin? Ich hoffe ja nicht. Warte, ich mach einfach einmal kurz. Können wir kurz speichern? Achso, okay. Wir haben den gleichen Gedanken. Wegen der Sicherheit und so. Moment, genau. Ich gehe mal hier ran. K. Auf HUD anzeigen, an, aus, umkehren. Minimale Distanz. Ich schieb das mal nur so ein Zugriff bisschen raus. Verweigert, oh mein Gott. Ja, warte, ich mach das Teilen des Fraktionen. So. Ich mach mal kurz an. Bewegen die sich? nein. Nö. Warte mal, ich time auch den anderen, kannst du selber rangehen. Ja, gehst du dann jetzt bei dem anderen ran oder was? Oder? Ich geh jetzt den anderen ran, nur um die mit der Fraktion zu teilen. Okay. Maximal Distanz 10, minimale Distanz habe ich eingestellt. Aber wieso fährt das Ding dann da nicht aus, weil es wahrscheinlich hier festgeschweißt ist? Was ich auch schade finde, ist, dass hier das Terminal nicht so transparent ist, weißt du, dass du auch siehst, was du im Hintergrund machst. Ja, das ist sowieso mit dem ganzen Menü. Da gebe ich dir absolut recht. Pisten an, maximale Distanz 10 Meter ist jetzt schon ein bisschen arg weit. Nee, ich glaube, das fährt sich nicht aus. Ich glaube, doch, du hast die Geschwindigkeit auf minus 0, irgendwas. Ach so. Jetzt müsste es sich ausfahren, ja. Ja. Aber ich mach mal, keine Ahnung, 4 Meter oder was? Höh, da fehlt aber was. Was? Da fehlt eine Stange. Wo fehlt eine Stange? Du, yeah. Ja, es ist schon wieder asynchron. Du fliegst voll in das Ding rein. Bei mir hat es keine Stange. Ja, bei mir schon. Schade. Das Spiel ist ach kaputt. Gott, das ist doch Käse. Das macht doch keinen Spaß. Ja, so. Ja. Okay, wir bauen es trotzdem fertig. Hast du ja, ich gucke nur, was maximal wie weit 10 Meter denn, sind. Wie das weit? Waren jetzt 4 Meter. Ich passe jetzt auf 10 Meter, um zu gucken, wie weit das einfach ist.
Und das sieht sehr schwierig aus. Ist natürlich ich habe nur einfach diesen Kopf. Der Kopf sieht einfach aus wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Zulass. Ach, von einem, du hast jetzt zwischen dem zum Korpus und dem Deckel hast du keine Verbindung. Bei mir ist hier Deckel und hier ist Base. Und das, dazwischen ist das ist die maximale Länge? Das ist 10 Meter, das passt ja perfekt. Das ist, passt perfekt, gut, dass wir das, ne? Okay, na gut, dann fahre ich den anderen auch mal aus und... Du, das passt nicht ganz perfekt, weil der steht ein bisschen über die Kante. Zumindest laut meiner Anzeige, Moment. Aber die hat ja nichts zu heißen. Minimal, also ein Müh. Egal, das rammt sich dann in den Boden, das ist schon okay. Ist egal, das rammt sich in den Boden, jetzt stell dich mal nicht so an. Ist halt eine Delle unten. Machen wir so oft das Tor auf und zu, bis, ne? Okay. Was denn? Nee. Du willst wieder auf dem Mikrometer wieder genau haben, wa? Yep. Okay, sag mir mal, auf was hat das gestellt, das dein? Dann stelle ich auf den gleichen. 9,8 jetzt. Und minimale Distanz? 0. Hab ich nicht. Maximale Distanz 10 und wie viel Geschwindigkeit? Achso, wie viel hast du die maximale Distanz hast du auf? Maximale auf 9,8. Konnte man das nicht feilen? Keine Ahnung. Geschwindigkeit habe ich 0,3, aber da kannst du ja machen, was du willst. Okay, ich dachte, man könnte es... Also, wie viel hast du? 9,9? 0,3. Achso, 9,8 meinst du jetzt bei maximale Distanz? Ja, okay. Und die Geschwindigkeit? 9,8. 0,3, aber ich mache jetzt mal auf 1 einfach. Oder 0,5, weil wenn da eine Tür dran ist, dann wird es ja schon langsam sein. Ah, fährt auch schon aus. Achso, ich fahr's auch runter, dass man gucken kann. Ja, es ist also jetzt auf Anschlag mit 9,8. Ja, ich hab's auf 1 ist so. Ja, wir müssen schon gleich einstellen, ne? Also du hast jetzt auf die 0,5. Weil, wenn noch ein Tor dran hängt, nur dass es schön langsam vonstatten geht. Hanisch, dann fahren wir da aus, hast du schon, wunderbar, dann bauen wir jetzt das Tor dran. Okay, die sind praktisch auch gleichzeitig Verbinder. Das finde ich cool, weil man könnte da einen Absaugrüssel machen, weißt du, dass man, wir haben ja hinten diesen Knick, dass man da mit Sicherheit ein bisschen Abstand hat zu der Station. Hier bringt es ja jetzt nichts, weil das ja ein ganz normales Tor ist, aber man kann es halt auch so was verwenden. Ne? Ja, also als Verbinder verwenden, auf jeden Fall. Wo sind denn die Torbauteile unten? Ach, das ist der Tor, das sind ja andere Bauteile. Ja. Und die sind standardmäßig gelb. Ich weiß nicht, ob man die einfärben kann. Was brauchen wir denn? Wir brauchen nur eigentlich nur viereckig und abgekantet, oder? Warte mal, was steht denn da? Blaster? Blaster Edge, Blaster Corner. Die drei Teile brauchen wir. Also die normalen. Wofür denn die Corner? Achso, für links und rechts jeweils. Hm. Einfach optisch, dass das oben auch geil ist und so. Okay, du baust. Ich schweiße. Ja, die Corner brauchen wir links und rechts gar nicht, weil wir ja links und rechts keinen. Na, du weißt schon. Hä? Corner würde ich trotzdem machen, einfach, dass es, wenn es zu ist, von außen cool aussieht. Toll, immer nur muss es gut aussehen, funktionieren muss es nicht. Ja, doch, es funktioniert ja dann auch. Achso, nee, das würde ich jetzt nach oben hin abgekornert, würde ich nicht machen. Jetzt in alle Richtungen abgekornert, weißt du, was ich meine? Nach unten schon, aber nach oben hast du da eine Lücke hinten. Das Tor schließt nicht bündig ab, nach oben. Warte, ich mache einfach mal die Blöcke, wir können ja gucken. Ach, du meinst, dass du dann reingucken kannst? What? Die Dinger brauchen 105 Stahlplatten? Halt die Fresse. Was? 105 Stahlplatten für so einen blöden Block? Du kannst auch so reingucken, weil die sowieso ein bisschen schmaler sind. Also, ja. Ach, das ist blöd. Das ist nicht hübsch. 105 Stahlplatten ist jetzt schon, das ist ein bisschen was. Also das finde ich jetzt doof irgendwie. Optisch. Kann man da durchkuren? Warum kann ich denn... Können wir das Tor nicht einfach breiter setzen? Was kannst du nicht? Können wir das nicht kann ich hier setzen, aber ich kann die nebendran setzen. Können wir nicht die breiter machen? Weißt du, was ich meine? Dass das Tor das außerhalb rüber geht? Also, ja, können wir machen. Dann würde ich die gerade nochmal hier raus... Ach nee, wenn ich das rausflexe, fällt die Tür zusammen, oder? Nee, das ist auf der anderen Seite noch fest. Achso, dann halt nicht gleichzeitig. Aber 105 Stahl? Kriege ich unseren Schweißraumschiff hier reingefahren? Ich komme mal kurz mit. Obwohl 1000 kriegen, dann kriegen wir 10 Blöcke, ja. Guck mal ganz kurz Stahlplatten. Ja. Aber 100 Stahlplatten, das ist doch. Warum? Hurra!
Ist das Ding sprenggeschützt oder? Ja, dann müssen wir es eigentlich nach oben hin auch noch. Nee, okay, vergiss es. Boah, 100 Stahlplatten. Es ist sogar mehr, es sind ja eigentlich 120. Was mich jetzt nur ein bisschen verwundert ist, warum ich die anderen hier nicht setzen kann? Nicht nebendran machen kann. Ah, doch. Du musst die aber an die Festen sozusagen dran machen. An die fertiggeschweißten? Nee, an die. Ich kann das sozusagen nicht an den Ecken befestigen, den Block. Ich muss den sozusagen in den normalen Blöcken befestigen. Ah, das ist ein bisschen doof zu formulieren, aber ja, das denke ich, was ich meine. Ja, ich bin schon out of Stahlplatte. Soll ich nicht mal versuchen, dass. Nee, wenn ich das. Nee, das Schweißraumschiff passt hier nicht rein, das ist zu fett. Oh mein Gott, echt. 105? Haben die einen Schuss? Ja, vor allem, ich müsste mal mein Inventar leer machen, weil ich hier anderen Rotz noch dabei habe. Haben wir gar keine Energie Motoren geht mehr. Gleich zugrunde. Aber wenn ich sterbe, ist ja nichts Neues. Nee, das hast du ja in der letzten Folge mit Bravour gemeistert. So, ich habe 1200 Stahlplatten jetzt. Das müsste eigentlich. Scheiß mal von außen. Nee, das oben. Nee, das müssen wir umbauen. Warum? Mach mal die untere nicht fertig. Ja, weil es scheiße aussieht. Weil nach oben guckst du erstmal durch. Und siehst auch noch diese komischen Verbinder. Wir müssen praktisch die ein Stückel weiter einfahren. Und dann muss das Tor halt eine Kante oben drüber enden. Das können wir doch auch so machen. Wir fahren einfach ein bisschen weiter nach oben. Wir fahren die ja nicht so weit nach oben, dass noch ein Block weiter unten runter passt, oder? Doch, das hätte ich gesagt, weil sonst hast du ja unten eine Lücke. Jetzt ist ja bündig und du guckst oben durch. You know what I mean? Das stimmt. Das sieht ein bisschen... Yes, sir. Sieht ein bisschen... Okay, ich muss gerade mal Energie aufladen. Sonst ich schweiß schon mal die fertig bis auf die ganz unten, dass man ganz unten noch normale Blöcke einsetzen kann. Ja. Das ist nicht schön. Ich würde vorhin gerne mal ausprobieren, was bei den Toren passiert, wenn die brauchen. Warum brauchen die so viel? Also ich beruhige mich gar nicht wegen den Stahlplatten. Warum brauchen die so viel Stahlplatten? Ich weiß es nicht. Sind die vielleicht gleichzeitig gepanzert oder Das ist ja Blastor. Keine Ahnung. Also Blastor dachte ich am Anfang absprengen. Weißt du? Da dachte ich an Blastblöcke, so. Dachte ich so ab zum Absprengen, wie so bei so Raketenstufen. Hm. Ich habe bei Blastor jetzt eher an Raketenschutz gedacht. Ah, dann ist das vielleicht auch das. Deswegen sind die wahrscheinlich auch so teuer. Weil die sehen ja doch sehr massiv aus auch. Ja. Passt mir noch drunter durch. Gut, lang. Das ist ein hübsches Tor. Was braucht eigentlich ein normaler Block? Was, wann man einen Block in der Mitte braucht? 115, okay. Und die oben 105. Wir müssen aber auch noch ein bisschen höher fahren, weil ich kann das Ding jetzt. Ja, ich fahr's kurz ein, Moment. Ach nee, das müssen wir aber auch verbinden. Du musst beide gleichzeitig irgendwie einfahren. Sonst könnte es auch Probleme geben. Wir müssen die gruppieren. Komm, wir speichern. Wir brauchen hier ein separates Control Panel und müssen. Wieso? Das, man kann doch an eins ran. Wir können die doch trotzdem gruppieren. Wir sehen ja die Station. Oder? Ja, okay, stimmt. Warte mal, wo sind sie denn? Sind die ganz unten? Tür, Verbinder? Speichern trotzdem. Ja, speichern ist auf jeden Fall sinnvoll. Gut, Moment, das sollte ich. Bevor ich irgendwas mache, sollte ich das tun. So, ich gehe nochmal ran und probiere mein Glück. Mal gucken, entweder zerreißt es den jetzt. Nee, ja, kann man die gruppieren? Ich suche sie gerade noch. Pisten sind die, gell? Genau, beide gruppieren. Pisten. Nenn es einfach Tor 1 oder so. Ja, genau. Tor 1. Speichern. So, Tor 1. Und die sollen eine maximale Distanz, wenn mal, wenn 9. Wenn du bei beiden die gleiche Geschwindigkeit hast, dann kannst du einfach mal umkehren machen. Dann fahren die dann ja mit der Geschwindigkeit nach. Okay, es macht nur einer. Hat er sich gelöst? Ja. What? Brauchen wir vielleicht nur einen? Warum fährt aber nur einer hoch? Weil dein Schweißgerät kaputt ist. Das schweißt nicht richtig. Ja gut, im Video hatte der nur ein Pisten, ne? Der hatte keine zwei. Ja klar, ich habe ja gesagt, optisch würden wir zwei nehmen. Und wenn die gleichzeitig hochfahren, dann sieht es ja auch aus, als ob beide benutzt würden. Hm. Das scheint nicht zu gehen. Ja, dann fahr doch mal jetzt den einen noch hoch. Ja, ich frage mich jetzt sowieso, warum die jetzt asynchron sind. Ich bin ja über die...
Warte. Ich bin übers Tor gegangen, ja. Und den habe ich einfach umkehren gesagt. Piston okay. 1. Ah, die haben... Der Regler ist minimal anders. Ja, obwohl dieselbe Zahl da steht, ne? Gut, pass mal auf. Wenn wir die beide auf eine Geschwindigkeit von... ich kann die nicht nullen. Mit Rechtsklick. Man konnte doch mit Rechtsklick die Anzeigen nullen, dachte ich. Vielleicht, wenn man es ausmacht oder so? Nee. Ja, konnte man. Wurde sogar im Video explizit erklärt. Nee, das war... Nein. Das Nullen war bei den Motoren gezeigt. Ja, aber... Das war nicht bei den Pistons. Das ist ja generell um so eine... Aber wieso ist denn das Ding überhaupt bei 0, kann ich es denn auf 0 drehen? So, ich hab's mal auf 0 gedreht. Beim Piston 2. Ja, mach ich bei dem anderen mal. Beim Piston 1? Ja, ich sehe es, wie sich's bewegt. Ja, 0, okay. So, jetzt machen wir mal die Distanz auf 0. Du bist bei Piston 2, ich bei Piston 1. Ja, ich drehe es auf 0. Habe ich getan. Ja. Fährt er jetzt ein? Wieso fährt er nicht ein? Weil Geschwindigkeit 0 ist. Achso, ja. Professionell. Gut, dann fahren wir jetzt den auf 0. Aber selbst wenn beides auf 0 ist, sind die so minimal verschoben, die Anzeigen. Aber, naja. Okay, Geschwindigkeit auf... Ja, muss ich jetzt auf Minus gehen? Nee. So, fährt er ein? Was macht der nichts? Muss ich jetzt auf Minus gehen mit der Geschwindigkeit? Ich verreck hier noch aus Verzweiflung vor diesem Pisten. Okay, ich gehe mal auf Minus. Fährt er jetzt ein? Nee, du musst nicht auf Minus. Warte. Okay, ich muss mir Energie holen. Du willst den 2er einfahren, ne? Weiß ich nicht. An dem, wo ich dran bin. Ich weiß ja nicht, an welchem ich bin. Vielleicht bin ich auch an deinem und du an meinem. Und der ist ja auf 0. Ach Mist, ich will mich aufladen. Jetzt bin ich völlig durch. So, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet ab. Das zieht das Tor nicht hoch irgendwie. Haben wir vielleicht die falschen Blöcke dran? Dadurch, dass du Edge-Blöcke oben dran gesetzt hast? Ich glaube nicht. Ich habe die ja an das Teil dran gesetzt sozusagen. Weißt du, ja, aber vielleicht sind die Edge-Blöcke sind ja so gebaut, dass sie nirgendwo haften. Ja, dass man es als Tor verwendet. Und vielleicht liegt es ja da dran. Okay, dann müssen wir den anderen aber runterfahren jetzt erstmal. Jein. Ich würde jetzt beide hochfahren, das Tor unten aufbauen. Wir wissen sicher, dass die Blöcke jetzt schweben und einfach da nach unten fallen? Speichern. Ja, wir haben ja eh nichts gemacht, außer da ich. Nee, ich zeig dir jetzt, was passiert. Oh. Langweilig. Ja. Okay, jetzt fahren wir das Ding ein. Nee. Achso, willst du so machen? Meinst du, der verbindet sich automatisch? Okay, warte, ich mach den nochmal weg und setz den, indem ich da dran gucke. An den Pisten. Ja, so habe ich die aber vorhin auch gesetzt. Da war ja noch kein anderer Block ja, da. Ja, nee, das ist mir schon klar. Also, setz jetzt mal einen fähigen Block. Geht nicht. Wie, du kriegst keinen an den Pisten rangesetzt? Nope. Okay, pass auf, warte aber, mal. Ich hab eine Idee. Oben krieg ich einen ran. Ja, wir müssen den Rest vom Tor wegmachen. Naja, wir machen jetzt einfach das rundherum weg. Dann müsste er sich ja eigentlich beruhigen. So, und den einen unten drunter wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich müssen wir alles abbauen, bis sie es jetzt schon kommen. Wahrscheinlich, ja. So, probier nochmal, ob du setzen kannst. Ja. Okay, kannst du jetzt an wem dran? Jetzt einfach mal fertig kannst du und dann gucken. Okay. Nee, das wird nicht funktionieren, aber wir können ja gucken, ob der jetzt nach oben fährt. Selbst als alles abweist, der jetzt gerade nicht nach oben gefahren, was schon irgendwie komisch ist. Hier war 9,8. Umkehren. Nope. Das ist sehr cool. Was ein Scheiß. Funktioniert einfach mal wieder gar nichts. Okay. Ihr Lieben, wir sind ja am Ende einer Folge. Wir werden jetzt das Ganze hier nochmal entfernen und nochmal probieren, wie es wirklich funktioniert. Und dann zeigen wir euch in der nächsten Folge ein fertiges Tor. Hat sich eben deine Pisten bewegt? Ich dachte, einer hat sich bewegt.
Ja. Sieht toll aus, unser Tor. Geil. Auch total dicht. Wir sehen uns übermorgen wieder zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.